Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Jetzt kommt die Schweiz, ein Rivale seit Jahren. Auch da werden viele Emotionen wieder im Spiel sein. Ja, aber gleichzeitig muss man auch, das haben wir auch heute ein bisschen Thema gehabt, dass Emotionen sind, die sind unglaublich wichtig im Eishockey, aber man muss sie auch kontrollieren können und auf die richtige Dinge konzentrieren. Und ich glaube, das wird auch gegen die Schweiz ein großer Punkt sein. Wir wollen wirklich leidenschaftlich spielen und wir alles raushauen, aber dann einfach in wichtige, entscheidende Momente dann einfach irgendwo cool bleiben und dann auch wirklich knallhart sein in die Entscheidungen, was wir treffen. Aber sicherlich werden da Emotionen drin sein und die gehören auch dazu. Die Schweiz ist auch ein Eishockey-Land, das sich im Aufwärtstrend befindet, ähnlich wie das in Deutschland der Fall ist. Und Sie haben auch hier überzeugt. Wie ist die Schweiz einzuschätzen? Die Schweiz ist eine kompakte, läuferische Mannschaft. Die bauen ihr Spiel auch, wie wir auch, auf eine starke Torwart oder starke Torleute insgesamt. Und die haben in der ganzen, bis der eine Spiel gegen die Schweden, haben die sehr stark defensiv gespielt. Vorchecken sehr aggressiv. Aber wir fangen jetzt an, die zu analysieren. Und dann werden wir übermorgen bereit sein. Ja, gegen die Schweizer ist immer was ganz Besonderes. Da haben wir schon auch einige wilde Schlachten geschlagen. Läuferisch sehr gut, technisch sehr gut ausgebildet. Ja, wird ein sehr, sehr tolles Spiel werden, bin ich fest von überzeugt. Und ja, ich glaube, dass wir uns steigern können zum Spiel heute, vielleicht an das USA-Spiel anknüpfen können. Und dann ja, wird es ein tolles Spiel werden. Wenn man beide Eishockey-Nationen ein bisschen vergleicht, beide aufstrebend, beide Nationen, die so ein bisschen an die Tür der Arrivierten klopfen, da gibt es schon Parallelen, ne? Ja, ich meine, wir sind jetzt so die letzten Jahre so ein bisschen emporgekommen. Die Schweizer sind wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen länger auf dem Weg. Die Schweiz profitiert einfach davon, von der starken heimischen Liga auch, dass da sehr viele Schweizer spielen. Das hilft der Nationalmannschaft. Das ist bei uns auch ein Weg, der noch weiter gegangen werden muss, um das hier langfristig oben zu halten. Auf jeden Fall zwei Mannschaften, die in den letzten Jahren sehr gutes Eishockey gespielt haben. Ja, ich glaube, die Schweizer haben eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt. Die sind eine sehr, sehr starke Mannschaft, wenn man den Kader anschaut. Sehr ausgeglichen, sehr viel Speed, sehr viel offensive Power, die da haben. Und wird ein harter Brocken wieder. Da müssen wir auf jeden Fall unsere beste Leistung abrufen. Nicht nur leidenschaftlich, sondern auch spielerisch. Können wir auf jeden Fall Paroli bieten. Und ja, gegen die Schweizer waren es bisher immer geile Spiele. Also ich weiß, das letzte Viertelfinale gegen die Schweiz, wo ich dabei war, war 2010, glaube ich, bei der Heim-WM. Das war unglaublich. Und ja, Schweizer Mannschaften gegen Deutschland ist immer 50-50-Spiel und ich freue mich brutal drauf. Genau an dieses Spiel denken wahrscheinlich die meisten, wenn sie die Konstellation dann sehen, Deutschland-Schweiz im Viertelfinale. Wenn die Erinnerung noch mal ein bisschen zurückreicht an dieses Spiel, da ging es ja auch hoch her, gerade am Ende wurden dann viele Emotionen noch mal frei. Ne? Ja, das ist einfach Deutschland gegen Schweiz. Deutschland gegen Schweiz war schon immer. Also wenn ich zurückdenke an meine Nachwuchszeit in der Nationalmannschaft ab U16 aufwärts, spielst du eigentlich fast nur gegen die Schweizer. Geht immer los mit irgendwelchen Nachwuchs-Freundschaftsspielen. Gegen die spielst du eigentlich am meisten. Da baut sich über die Jahrgänge auf, baut sich so eine Rivalität auf. Und dann findet man den Höhepunkt bei der A-Mannschaft. Und ja, es sind immer geile Spiele gegen die Schweizer. Es sind zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Und wie gesagt, ja, ich freue mich drauf, ein geiles Viertelfinale und ja, kann es kaum erwarten. Ja, ich denke, die Jungs sollten jetzt heute den Sieg genießen, das gute Gefühl mitnehmen. Und wenn wir morgen aufwachen, dann sollten wir das Spiel hinter uns lassen. Wichtig ist jetzt, dass wir mehr wollen. Es ist ein Etappenziel, was wir erreicht haben. Aber es sollte sich keiner zurücklegen, keiner auch großartig zufrieden sein mit der Leistung heute. Einsatzwille hat gepasst. Spielerisch müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Abschließend gefragt, worauf kommt es jetzt an diesem freien Tag? Was ist für die Mannschaft wichtig, um wieder bei Kräften zu sein, wenn es dann ins Viertelfinale geht? Dass wir die richtige emotionale Richtung finden, das glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Körperlich sind alle Mannschaften jetzt ein bisschen müde, aber dass wir unsere Gedanken und Fokus auf die richtigen Punkte für uns legen, die uns am meisten helfen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass wir einen kleinen Schritt aus dem Sport nehmen morgen und uns körperlich, mental dann für die kommende Zeit vorbereiten.